Man should not rule over man. Let knowledge rule again. The Book of Light, Book of Books and Savior of Mankind. Aum. Herzlich willkommen zu den Lügen der Bibel. Ich bin Lanu und vielleicht ist der Begriff Lüge etwas zu harsch, zu aggressiv. Sagen wir mal lieber, herzlich willkommen zu den Unwahrheiten der Bibel. Aber es gibt natürlich einen gewissen Unterschied zwischen Lüge und Unwahrheit. Eine Lüge kann auch etwas sein, das von jemandem präsentiert wird, der die Wahrheit kennt, der sie aber als Lüge verkleidet oder als Symbolik und so weiter. Darum haben wir eben diese Zweitschrift des Buchs des Lichts, die wahre Bedeutung der Bibel. Nun muss ich gleich dazu sagen, vielleicht habt ihr das Gefühl, ich mache hier große Buchwerbung, um Geld zu verdienen. Ich nehme seit 30 Jahren kein Geld von meinen Büchern, darf ich nicht. Ja? Also ich bin wahrscheinlich der einzige Autor auf der ganzen Welt, der kein Geld nimmt von seinen Büchern. Geht alles an einen kleinen Verlag, der ständig in den roten Zahlen ist. Aber so ist in Ordnung. Ich habe es mit lieben Menschen zu tun, wie Elke Straube, die das Buch des Lichts, das englische Buch des Lichts, ins Deutsche übersetzt hat. Und das ist hier ein Teil der deutschen Übersetzung, eine Zweigschrift der Hauptschrift. Heutiges Thema, der Bibelcode. Da habt ihr sicher mal davon gehört, das war ein Riesenbestseller von Michael Drosnin. Ja? Ein Reporter glaubte, den Bibelcode entschlüsselt zu haben. Zunächst einmal einen solchen, wie von Drosnin interpretierten Bibelcode, also eine geheime Botschaft, inklusive Prophezeiungen kann es gar nicht geben, weil es die ursprüngliche Bibel nicht mehr gibt, die ihn verbergen oder enthüllen könnte. Außerdem ging der Autor des Buches der Bibelcode nicht wissenschaftlich vor. Der Abstand, den er zwischen den Buchstaben benutzte, war willkürlich, aber die Texte, die er aussuchte, waren es nicht. Dazu muss man dann eben auch etwas verstehen von hebräischer Schrift, hebräischer Sprache. Dann würde man wissen, dass es sich da nicht um originale Texte handelt. Durch Verwendung der masoretischen Punkte kann man diesen Texten alles beilegen, ja? Ich will mal ein Beispiel geben. Auf die Weise könnte man jedes Buch so interpretieren, als ob es die Ermordung kenne, die es voraussagte. Man muss da nur mit Zahlen spielen. Meine Lieben, ich erwähne den Bibelcode deshalb, weil das so ein riesen Millionen-Bestseller bis heute war und ist. Es ist so, meine Lieben. Das Buch des Lichts lehrt, in der hebräischen Sprache können einzelne Buchstaben mehrere Bedeutungen haben. Also zum Beispiel Bet, B-E-T-H, ist auch ein V oder ein B. Und beim Bibelcode, bei diesem Bestseller, wurden alle Vokale gestrichen und dadurch können die Konsonanten viele Bedeutungen haben. Und man kann sie dann nach Belieben interpretieren. Der Autor vom Bibelcode hat außerdem Wissenschaftler zu seinen Gunsten zitiert. Und nach Prüfung der Sachlage haben die sich längst von ihm abgewandt. Aber da war das Buch schon ein Bestseller. Der Bibelcode beweist also nichts. Man findet immer das, was man gerne finden möchte. Und ich wiederhole, einen solchen Bibelcode, wie er da präsentiert wird, kann es gar nicht geben, weil es die ursprüngliche Bibel nicht mehr gibt. Der wahre Bibelcode, sowie der wahre Ursprung der Bibel, wird dem Leser im Buch des Lichts bzw. in seiner Zweigschrift die wahre Bedeutung der Bibel sowie die Wahrheit über Jesus Christus präsentiert. Denn, und jetzt kommt das wahre Geheimnis des Bibelcodes, selbst in später abgeänderter Version der Bibel ändert sich nichts an der ursprünglichen Symbolik und deren Bedeutung. Soweit konnten sie die Bibel nicht umschreiben und fälschen, um das zu verhindern. Den Kern der Aussage. Ehre sei dem Buch des Lichts. Manchmal bin ich traurig, fühl mich so allein. Ich frag mich, warum muss das denn so sein? Ich hör eine Stimme von oben herab. Weißt du denn nicht, wie lieb ich dich hab? Danke, Jesus. Ich hab mein Jesus so lieb. Er ist Gottes Sohn, der sein Leben mir gibt.
durch seinen Tod bin ich neu geboren, ohne mein Jesus da wär ich verloren. Die Welt ist böse, die Menschen sind schlecht, der Arme muss leiden, der Reiche kriegt Recht. So hab ich gedacht, bis Jesus ich fand, er hat mich gerettet, nahm mich bei der Hand. Ich hab mein Jesus so lieb, er ist Gottes Sohn, der sein Leben mir gibt. Durch seinen Tod bin ich neu geboren, ohne mein Jesus da wär ich verloren. Die Mama ist tot, der Papa ist weg. Manchmal da fühle ich mich wie der letzte Dreck. Ich bin ein Versager, in Sünde geboren, ohne mein Jesus da wär ich verloren. Und darum hab ich meinen Jesus so lieb. Ich hab mein Jesus so lieb. Er ist Gottes Sohn, der sein Leben mir gibt. Er kommt zu mir in der Nacht, heimlich wie ein Dieb. Ich hab mein Jesus so lieb. Im Himmel, da werd ich für immer sein, dann bin ich nie mehr allein. Denn dann hab ich Jesus für immer. Ich hab mein Jesus so lieb. Er ist Gottes Sohn, der sein Leben mir gibt. Durch seinen Tod bin ich neu geboren. Ohne mein Jesus, da wär ich verloren. Ohne mein Jesus, da wär ich verloren. Danke.